Olaf Heinz Malolepski, bekannt unter seinem Künstlernamen Olaf der Flipper, ist einer der bekanntesten Namen der deutschen Popmusik, insbesondere als Mitglied der Gruppe The Flippers. Doch hinter seinem Ruhm und Erfolg verbirgt sich ein Leben voller Traurigkeit und Herausforderungen. Der am 27. März 1946 in Magdeburg geborene Olaf vertiefte sich schon bald in die Musik und wurde zu einem unverzichtbaren Teil der Gruppe The Flippers, wo er zu den Hits beitrug, die mit dem Namen der Gruppe verbunden sind. Im April 2011 löste sich die Gruppe jedoch auf, was einen großen Wendepunkt in Olafs Karriere markierte. Seitdem setzt Olaf seine Musikkarriere als Solokünstler fort, indem er neue Alben und weiterhin Singles veröffentlicht. Doch die Schwierigkeiten kamen nicht nur aus der Arbeit, sondern auch aus seinem Privatleben. Mit 78 Jahren hat Olaf in seinem Leben viel Leid erlebt, darunter traumatische Ereignisse und Geheimnisse, die er viele Jahre lang geheim zu halten versucht hat. Probleme im Familienleben, die Spannungen zwischen Beruf und Familie sowie der Druck des Ruhms stellen für Olaf eine große Belastung dar. Eines der traurigen Geheimnisse, die Olaf immer verbarg, waren Skandale in der Vergangenheit, doch erst als er älter wurde, kamen diese Geschichten ans Licht. Sein Partner, der schon lange an seiner Seite war, enthüllte einige schreckliche Wahrheiten über das, was er durchgemacht hatte. Diese Skandale schadeten nicht nur Olaf, sondern beschädigten auch sein Image in der Öffentlichkeit. Sich diesen Wahrheiten zu stellen, ist eine große Herausforderung für Olaf, der sein Image stets sauber und strahlend halten möchte. Obwohl Olaf durch Skandale und Gerüchte verletzt wurde, kann er die große Traurigkeit in seinem Leben immer noch nicht leugnen. Er teilte mit, dass das Gefühl, missverstanden zu werden und der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt zu sein, am schmerzhaftesten sei, insbesondere wenn Geheimnisse preisgegeben werden. Olaf ist sich jedoch auch bewusst, dass vergangene Misserfolge und Fehler ein untrennbarer Teil seines Lebens sind, und er hat gelernt, mit ihnen umzugehen, wenn auch mit Verspätung. Eine von Olafs größten Kummer war die Einsamkeit, die er in seinen letzten Jahren verspürte, insbesondere angesichts des Verlusts geliebter Menschen. Olaf erzählte einmal, dass es in seinem Leben nicht nur um Auftritte und eine Musikkarriere geht, sondern auch um Momente mit Familie und Freunden. Wenn es jedoch zu Verlusten kam, musste er diese Schmerzen selbst überwinden. Olaf versucht jedoch stets, alle Schwierigkeiten zu überwinden und lebt weiterhin von seiner Leidenschaft für die Musik. Die Erfolge seiner Solokarriere nach der Auflösung von The Flippers zeugen von seiner Beharrlichkeit und Leidenschaft. Die Alben und Singles, die Olaf veröffentlichte, werden von den Fans immer noch geliebt, auch wenn er nicht mehr wie zuvor auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht. Trotz vieler Schmerzen in seinem Leben behält Olaf seine Liebe zu seinem Beruf und seinen Wunsch, weiterhin einen Beitrag zur Musik zu leisten, um die Traurigkeit in seinem Herzen zu lindern. Olaf der Flippers Leben ist eine Reise voller Prüfungen und Sorgen, aber auch eine Geschichte von Widerstandskraft und Leidenschaft. Trotz Skandalen, Verlusten und großer Trauer stieg er weiter auf und fand Wege, alle Schwierigkeiten zu überwinden, um seinen musikalischen Traum weiterzuverfolgen. In der turbulenten Reise von Olaf der Flippers Leben sind seine Beharrlichkeit und sein Optimismus sichtbar. Trotz vieler Schwierigkeiten, von persönlichen Skandalen bis hin zu Familienverlusten, widmet sich Olaf weiterhin der Musik. Die großen Traurigkeiten in seinem Leben waren nicht nur persönliche Aspekte, sondern wirkten sich auch auf seine Karriere und sein öffentliches Image aus. Dennoch ließ sich Olaf nicht ins Scheitern verfallen. Eine der größten Herausforderungen für Olaf war die Trennung der Familie. Obwohl seine Musikkarriere sehr erfolgreich war und ihm viel Ruhm einbrachte,
fühlte er sich aufgrund der Höhen und Tiefen in seinem Privatleben ein wenig einsam und verloren. Der emotionale Zusammenbruch und die emotionale Entbehrung hinterließen tiefe Spuren in seiner Seele. Olafs Partner, der seit vielen Jahren sein ständiger Begleiter war, war sehr besorgt über die negativen Auswirkungen dieser traumatischen Ereignisse auf seine Gesundheit. Es war dieser Kumpel, der sich mutig zu Wort meldete und einige schmerzhafte Geheimnisse preisgab, die Olaf viele Jahre lang geheim gehalten hatte. Dies war nicht nur ein großer Schock für die Öffentlichkeit, sondern auch eine große Herausforderung für Olaf, als er sich den harten Wahrheiten der Vergangenheit stellen musste. Obwohl diese Skandale sein öffentliches Image trübten, beschloss Olaf, nicht aufzugeben. Stattdessen entschied er sich, ihnen energisch und offen gegenüberzutreten, eine Entscheidung, die Reife im Denken und Handeln bewies. Manchmal können Misserfolge und Traurigkeit Menschen dazu motivieren, Schwierigkeiten zu überwinden, und Olaf scheint aus diesen schmerzhaften Erfahrungen große Lehren gezogen. I had somebody that was on every appointment with me probably for almost a year. And then very slowly, I didn't just say, okay, now you shadowed me, go for it. That's not how I train, right? My system, and this is part of Hyperfast Academy, anyone who wants my training, it's out there. I said, I'm videoing it for my team. Why don't I make it available to support agents who, like me in the beginning of my career, don't have the support. They don't know the process. They don't know the system that they would even duplicate, right? Because they are the unicorn amazing salesperson and that's why they're succeeding, but that's not a system. So once I had the way our listing process works, there's the phase where we're building rapport and we're strategizing about the process and we're walking them through how that's going to work. And then there's the phase when we're seeing the house and then we're actually talking about pricing and getting the agreement signed. Right. So what I did with the person who was shadowing me at first, I would do the beginning until I had the client's commitment separate of the pricing and commission that they were going to move forward. So I knew if I already closed them, I could let the person who was shadowing me present the comps. And that would be really good practice because that scares people. But if I already had the sale, then if something went wrong, I would just clean it up and we'd get it signed. Does that make sense? Yeah, absolutely. So we knew, okay, if I get them to commit to working with us, then she does this part. If they're not committed for some reason, then I do, because I might take it away and do it when I come back the next time or something like that. Then eventually, once I felt she really had that down, we switched roles. And then I would do the comps if they didn't have the commitment, and she would do the whole thing if we had the commitment. Does that make sense? Mm-hmm. So that's the way that I feel like we didn't, our conversion really did not go down. And a lot of people say, oh, well, when you turn it over to somebody else, the conversion is going to go way down. It doesn't have to. That's just the system that you set up and how strong your system is. Yeah. And I think, like, adding to that, how much you're willing to train. Like, so many people feel like, you know, when an agent comes in, okay, great, I don't have to think about that anymore. That person's got it. And they don't spend any time training them, teaching them, educating them on the systems that they have built that have got them to that level of success. And it's a huge tragedy because people do develop that belief like, well, nobody can do it as good as me, I guess, and so on and so forth, which isn't really true. It's just that you didn't sit down and teach people. Well, that also means your limitation as a leader is that you don't know how to create a system that anyone can follow that's the right fit. So you're gonna hire, that's the other thing, you're gonna, 50% of the people that you hire, and that's Gary Keller's statistic, not mine, are probably not gonna be the right.